Freiherr von Berlepsch, Kaiser Wilhelm und Mekkaun. Insgesamt gibt es mehrere tausend verschiedene Apfelsorten in Deutschland. Weltweit soll es mehr als 20.000 Apfelsorten geben. So viele, wie eine mittlere Kleinstadt Einwohner hat. Das ist Anja Fiedler. Anja Fiedler ist Künstlerin von Beruf. In ihrer Freizeit aber rettet Anja Fiedler Äpfel. 20 Jahre hat niemand hier geerntet, deshalb hier ist alles verwachsen. Ganz viel wilder Wein und Hopfen. Die Natur hat sich hier wieder breit gemacht. Doch wie kommt es, dass es sich für den Besitzer der verwilderten Plantage zum Beispiel nicht mehr lohnt, seine Apfelbäume abzuernten? Ein Grund ist die Verschiedenheit der Äpfel, die manchmal groß sind, manchmal klein, manchmal Dellen haben oder eine raue Haut. Am Apfelbaum sprießen die ersten Blätter und Blüten hervor. Ein paar Wochen später ist der Baum von weißen, leicht rötlich schimmernden Blüten umhüllt. Janne und ihre Mitschüler sehen sich die Blüten genauer an. Jede Blüte zählt 1, 2, 3, 4, 5 kleine Blütenblätter und in der Mitte ein paar gelbe Stängel, Staubblätter genannt, die um einen dicken Stempel herum wachsen. On Audioclip. Umfrage. Was ist das? Es wächst am Baum. Eine runde Sache. Sie hängt an Baum. Man kann es, es schmeckt lecker, man kann es essen. Wenn sie reif sind, sind sie meistens rot. Es gibt gelbe, es gibt rote, es gibt ganz verschiedene. Die roten schmecken mir halt am besten so. Thank you.